Ich glaube vom. Ah, nein! Hey Leute, willkommen zu Skyblock. Heute kommt der zweite Gast auf meine Insel und es ist niemand Geringeres als. Nils, hallo. Der Nils, warte, ich muss den senden auf dem Server. Ja, Server, ich bin noch hier im Spawn. Warte, da, bam. Oh! Hallo, na. Du bist irgendwie. Warst du im Blog drin? Nils ist da. Ja, der Nils darf mir heute helfen, etwas zu bauen. Nicht die Mobfarm, sondern etwas, damit ich schneller hoch und runter komme bei der Mobfarm. Ja, guck mal, hier sind meine zwei Phantome. Die haben noch keinen Namen, also falls ihr einen Namen wollt, müsst ihr den reinschreiben. Vielleicht angle ich irgendwann Nametags oder so, oder ich finde Nametags. Irgendwie. Und der schöne Obsidian-Block ist auch da. Ja, der schöne Obsidian-Block. Ich habe jetzt übrigens, pass auf Leute, ihr müsst jetzt kurz zuhören. Ich habe den Plan der Pläne. Also, ich brauche unbedingt einen Blitzableiter. Weil, wenn ein Blitzableiter auf brennbarem Stoff steht, gibt es die Möglichkeit, dass da, wenn der Blitz einschlägt, beziehungsweise ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass sich das Netherportal entzündet, weil der Block daneben dann anzündet und dann geht es. Das heißt, ich brauche Kupfer. Weißt du, woher ich Kupfer kriege? Tatsächlich nicht. Obwohl höchstens durch Drowns. Ne? Richtig, Drowns. Aber jetzt will ich erstmal die Mob-Farm hier eigentlich so, dass die ordentlich funktioniert. Spinnen funktionieren mit der Farm nicht. Das muss ich vielleicht nochmal verbessern. Okay. Ich habe voll viele Knochen schon rausgekriegt. Ich habe voll viele Rotten Flesh schon rausgekriegt. Und Pfeile habe ich auch schon rausgekriegt. Aber mir fehlen noch 4 Strings. Dann kann ich endlich ein Bett machen. Und dann kann ich endlich schlafen. Und Gunpowder habe ich auch so viel gekriegt. Als nächstes ist halt eben dann, also wenn wir hier den Bootsaufzug fertig haben, den wir heute bauen werden, dann kommt als nächstes die Drowned Farm, mit denen ich dann Kupfer mache. Und ich bin gespannt, ob ich das gebacken kriege. Von daher, Nils, wenn du Essen brauchst, kannst du hier dich bedienen. Ja, ich gönne mir hier mal ein bisschen. Da habe ich auch noch ein bisschen was drin. Wir brauchen jetzt, ich habe ein bisschen Holz wieder gefarmt. Und Kroko hat mir hier die ganzen Schilder gemacht. Oh, so geil, ne? Ich werde jetzt erstmal ein paar, ich weiß nicht, wie viele Etagen ich brauche, aber das sieht gar nicht nach so viel aus. Ich denke, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vielleicht. Ja, mal gucken, ich mache jetzt mal, was gibt's 7 mal 4? 28. Ja. Ich brauche nämlich Zäune jetzt. Wie macht man denn Zäune? Macht man die nochmal so? Und so? Ne, das sind Zauntore, die brauche ich. Du kannst einfach auf das Buch drücken da. Ne, das wird bei mir nicht angezeigt, das ist irgendwie buggy. Wirklich bei. Okay. So, jetzt machen wir mal zack. Ich kann es sonst für dich auch machen. Warte, ich hab. Okay. Ich hab genug. Und dann brauche ich eben die normalen Planks und dann bräuchte ich pro Etage eben, dann mache ich nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Boote. Ja, das wird der Bootsaufzug. Warte mal, ich gebe dir mal das Holz hier. Ich muss mir noch Slabs machen, ganz kurz, weil ich brauche unten ein bisschen mehr Platz dafür, weil guck mal, Achtung, der Weg dorthin ist ein bisschen kompliziert gebaut, ich weiß. Hier habe ich übrigens versucht, Spinnen rauszulocken, da hinten, also die sehen mich halt nicht und die anderen Mobs und so weiter. Also funktioniert blendend die Farm, wie ihr sehen könnt. Oh, da! Nils! Ja, vielleicht gibt ihr mir noch einen String. Nein! Ich muss dir kurz ein Schwert craften, warte mal kurz. Da ist noch einer. Ich hole mir mal schnell ein Schwert. Oh nein! Oh, ich hab einen String. Den muss ich safen. Ah! Oh Gott! Das heißt, du brauchst nur noch 3, ne? Nur noch 3 Strings, dann kann ich mir endlich mal ein Bett machen. Ich muss mir das Essen jetzt hier holen. Weil, blöd. So, also mein Plan ist, da hinten habe ich Wasser runtergeschüttet, da kann man auf jeden Fall reingehen. Oh, nice. Hast du einen String gekriegt? Nee, leider nicht. Gar nichts. Wenn du welche kriegst, dann einfach da rein. So, hier ne, kannst du auch runtergeboxt werden von Spinnen, ist gefährlich, aber ich mach da lieber wieder zu. Ja, ich habe halt versucht, Spinnen rauszulocken, weil die sind eigentlich nicht wichtig, aber die nehmen Spawnplätze weg und so, deswegen muss ich die da irgendwie entfernen. Jetzt guck mal, guck dir diesen dummen Weg an, ne? Also mein Ziel wäre es, halt einen Bootsaufzug da ordentlich hinzubauen, so musst du runter schwimmen. Oh. Mal so, so. Und hier, guck mal, aber wie gut die funktioniert. Aua.
Also die droppen halt nur jetzt erstmal das, was auf den Boden fällt. Ich möchte hier eventuell Heuballen hinmachen oder halt Wasser, dass ich die halt einfach ein bisschen klatschen kann. Dann kriege ich auch noch XP und halt die sonstigen Drops dazu. Ja, pass auf. Ich baue jetzt hier so eine Fläche in diese Richtung. Okay. Guck mal, ist das jetzt top? Das ist der Bottom Slab, das heißt, da drauf spawnt nichts, das ist gut. Und dann haben wir nämlich Folgendes als Herausforderung. Ich zeig dir mal, weißt du, wie ein Bootsaufzug funktioniert? Habe ich noch nie gemacht, tatsächlich. Was, denk mal, echt nicht? Nee. Das ist der schnellste Aufzug überhaupt in Minecraft. Ich hab das mal so mit Wasser gemacht. Mit Wasser. Ja, ich habe halt leider keinen. Nee, ich weiß, du hast nur einen. Ne? Ein Wassereimer. Aber ich mache jetzt hier 1, 2, 3. Geht's hier vielleicht? 4. Und dann mache ich hier da so ein Kreuz. Guck mal. Und wenn ich das Kreuz habe, setze ich da nämlich 1, 2, 3, 4 Zäune hin. Und in die Mitte. In der Mitte kommt ein Boot hin. Kommt oder? Ein Boot hin. Und wenn ich jetzt runtergehe und unten das in der Mitte abbaue, kann ich mich hier reinsetzen. Ah. Easy, oder? Guck, dann bist du da. Ja, nice. Und das bauen wir jetzt noch, also immer mit, ich würde es mal versuchen, mit 4 Blöcken Abstand. 4 Blöcke, soll ich mal das Boot wieder kaputt machen? Oh, nein, jetzt ist das Boot! Nee, nein, ist nicht. Nein! Oh, du hast überlebt. Ich hab das Boot noch. Du hast das Boot noch. Nee, das Boot hätte ich jetzt nicht weggemacht. Das kann da ruhig bleiben. Achso, okay. Ja, pass auf. Wie bauen wir das am besten? Du hättest hochkommen müssen. Ja, aber ich komme hoch. Warte mal, ich muss das Boot platzieren. Nils, das habe ich wegen dir ein Boot verloren. Du musst. Nein, hast du nicht. Ich hab doch ein Boot. Achso, du hast es eingesammelt. So, okay. Du kommst hoch, pass auf, ich werde jetzt immer hochbauen und diese Kreuze bauen und das Boot setzen und du baust unten den Block in der Mitte dann frei. Das sollte gehen, oder? Okay, ja, das sollte gehen. Also Rohstoffe sollten wir haben, Achtung, 1, 2, 3, 4 und dann mache ich wieder hier dieses Kreuz und dann baust du die Blöcke, die ich da gesetzt habe, ab. Das sollte von nein, noch nicht! Ich muss doch erst das Boot setzen. Ich dachte, du hast schon ein Boot im Platz. Nein, ich muss erst die. Nein, noch nicht! Jetzt, Alter, Nils! Ich hab's doch nicht gemacht, hallo! Nils! Lass jetzt! Darf ich jetzt machen? Warte, ja, jetzt kannst du. Geht doch. So, dann stack ich mich wieder hoch und dann gehst du wieder. Alter, zu zweit ist das echt viel nicer, das zu machen. So. Also, du kannst hoch die Etage. Ja, ich baue gerade noch hier die ganzen anderen Dinger noch ab. Voll geil. Und das ist halt einfach der schnellste Aufzug in Minecraft. Gut, es gibt vielleicht Pistenaufzüge, aber wenn du hier halt durchgehend deine Taste spammst, dann, das geht. Dann bist du richtig schnell. 1, 2, 3, 4. Ja, so komm mal easy nach oben. Aber ich glaube, ich muss mir nochmal Sachen holen, weil es mir nicht ganz reicht. Aber voll gut. Also das könnt ihr locker easy nachbauen. So. Das ist echt einfach. Nice, und dann aussteigen. Das Boot geht dadurch dann durch die Zäune nicht flöten. 1, 2, 3, 4. Jawohl, ey. Okay, wir brauchen gar nicht so viele Etagen. Jetzt kann es halt gleich sein, dass Phantome kommen. Auch so geil. Und dann brauchen wir noch einen Fallschacht. Irgendwie, dass ich da halt ordentlich runterkomme. Du kannst wieder das Loch reinmachen. Ich glaube, 1, 2, 3, 4. Diese Etage. Oh, nice. Perfekt. Und dann machen wir noch. Dann fehlt noch eine Etage und dann wäre es perfekt. Nils. Ohne Witz. Ich glaube. Ja, es ging echt schnell, aber ich glaube, wärst du nicht dabei gewesen, dann hätte ich länger gebraucht. Also dann alleine das hinzukriegen. Wir bauen da auf jeden Fall noch eine Etage und einen ordentlichen Ausstieg, ne? Und eine Fläche hin, perfekt? Oder? Aber ist so perfekt. Ist. Ja, was heißt perfekt? Das ist nicht perfekt. Ich will noch einen Fallschacht hinhaben, damit das Wasser da nutzlos ist. Aber wir können mal ganz kurz testen. Ne, wir testen erst, wenn es fertig ist. Erst wenn es fertig ist. Okay, ja. Es wird Nacht. Ja, es kann sein, dass gleich Phantome kommen. Ich habe immer noch kein Bett.
aber es ich glaube, die greifen dich eher an, ne? Weil ich glaube, ja, du bist ja erst gekommen. Ja. Machen wir mal hier und dann muss ich. Ah, ich muss noch ein paar Slaps dazu machen. So. Fans habe ich noch. Und einmal ein Boot noch. So, nice. Übrigens, was haben denn Nils und ich gemeinsam? Wir sind beide im Hardkern ausgeschieden. Relativ. Ja. Oh. Leider. Oh, da ist eine Spinne. Oh, ja. Achtung, oh, ja, die kommt. Warte, ich lock sie her. Da brauchen wir den Faden. Ich hoffe mal, dass die den Faden droppt jetzt. Oh, oh, Phantome gespawnt. Nein, kein Faden, schade. Aber save das Dings mal da. Irgendwie. Ah, noch mehr! Nils! Aua! Ja, alles, weil ich kein Bett hab. Ich brauch. No. Ja, wie regel ich das jetzt? Ich sprinte da jetzt durch. Nee, ich kann das ja nicht fertig bauen. Nee, ich versuche, die mal zu bekommen, diese Phantome. Die Baumform muss ich auch wieder nachpflanzen. ja, ich weiß auch nicht so wirklich. Aber ich mache mir jetzt mal Folgendes noch mit dem Bone Meal. Zack. Oh, da kriege ich ja gar nichts raus. Oh, doch ein paar Seeds. Das ist ein Weizenfeld, steht auch noch auf dem Plan. Also ich habe so viel zu tun hier in dieser Welt, aber es macht auch ultra Spaß. Oh, wie viele, die Phantome kommen jetzt nicht mehr, die haben irgendwie ein bisschen Schiss. Haben gerade ein bisschen Schiss, dann laufe ich jetzt rüber, dann bauen wir den Aufzug fertig. Ja, oh, ich glaube, da kommt jetzt ein Phantom, oder? Nee, er dreht um. Da ist ein Zombie. Oh. Hab's runter. Nein! Oh Gott, und die Spinne! Warte mal, Nils, ich komme! Oh. Ja. Mach mal. Hast du es im Griff? Die Spinne hast du runtergeboxt. Ja, es ist runtergefallen, Alles gut. Da oben ist auch noch ein Skelett, Achtung. Ja. Und auf. Ja. Ich kann halt nicht ausleuchten, weil ich kein Zeug hab. Ja. Warte, ich geh mal oben drauf. Ja, geh mal oben drauf. Na, warte, so, ich box das jetzt einfach weg. Ne, das wollte ich auch machen. So, zack. Sehr schön. Ist es. Und dann kann ich hier das nämlich fertig bauen, indem ich hier auch wieder so 1, 2, 3, 4. Dann habe ich hier oben das letzte Boot. Da oben kommt der Ausstieg dann hin. So. So, und dann kann man über die Monsterfarm zurücklaufen. Oder so irgendwie. Und jetzt brauchen wir dann nur noch einen Schacht oder irgendwie unten ein Wasserbecken, wo wir reinfallen können, damit ich nicht immer diesen Aufzug verwenden muss. So, genau, du kannst unten das wegmachen. Ja, ich bin dabei. Ja. Oh, ich hab eine Axt da. Da unten wäre eine Fläche mit Wasser dann ganz gut. Ich hole mir den Wassereimer. Ich darf den jetzt nicht verlieren. Ich darf den jetzt absolut gar nicht verlieren. Das wär's. Das wäre noch der Hammer, wenn ich den jetzt verlieren würde. Hier oben bauen wir den Ausstieg noch ordentlich. Einfach so. Bau mal mit deinem Holz, was du hast, hier noch so eine Fläche irgendwie. Dann soll ich mir lieber Slabs machen? Ja, dann hast du mehr. Guck mal, dann mache ich hier nämlich den Fallschacht hin. So 4x4. Ich glaube, das sollte funktionieren. Ich muss da unten halt eine Fläche dann mit Wasser machen. Okay, wilde Angelegenheit, aber sollte ich hinkriegen. Das ist vom Boot. Nein! Oh Gott! Da kommt es. Nein! Und ich hab den Wassereimer, ich hab den Wassereimer. Schnell safen den. Ah gut, die sind weg wieder. Oh Gott! Ich sag's dir, es kommt auch irgendwann so weit, dass in den Booten sich Tiere einfangen. Oh ja. Das kann sehr gut passieren. Also zumindest hier oben. Ja. Ich mach mir jetzt mehr Slabs und dann kann ich. Ich muss da jetzt hin. Scheiß auf die Phantom. Oh, es ist da noch ein Zombie gespawnt. Ich hab das voll unter Kontrolle hier. Oh, warte. Ich. Ja, den kannst du runterboxen. Oh. Runterboxen. Ne? Nee, ich wollte ihn. Ah, nice. Level belasten. Voll doof. Okay, pass auf, ich gehe jetzt hin und gehe in das Wasser, in den Wasserstrahl und gehe runter und scheiß jetzt auf die Phantome. Oha.
Also ich versuch's zumindest. Shit, ich komm da gar nicht hin. Ah doch, hier. Hier runter, ja. Oh, Alter, das war knapp. Oh. Da ist Creeper, Kacke! Oh nee, wenn jetzt der Creeper da runter. Oh nee! Du sollst runterkommen, warte, ich komm runter. Ja. Wenn der Creeper. Ich. Oh Gott. Oh oh. Ich hab Angst. Ja, auf wen ist der getriggert? Der ist auf gar keinen getriggert. Oh 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 oh. Nils einfach. Hui! Ciao. Perfekt. Okay, nice, perfekt. Tschüss. Sehr gut. Jetzt Achtung, jetzt bauen wir uns. Ich glaube von. Ah nein! Oh Gott, ich hab's überlebt! Alter! Was? Das war ein Phantom, oder? Ja! Lol. Das Phantom hat mich runtergeboxt, Alter, mit dem Wassereimer und ich hab. Nein! Oh Gott, schon wieder! Die Drecksphantome, Alter! Alter, ich muss jetzt schnell da hoch kurz. Oh mein Gott. Leider nichts. Ich kann mich da jetzt nicht. Alter! Oh, und wie viel Zeug hier bleibt. Alter! OMG. Aua! Geil, es fliegt jetzt da drin hoch! Was? Es ist in der Mobform drin. Alter, zum Glück konnte ich mich safen, sonst wäre der Wassereimer weg. Alter. Ey, nee. Da kommt eine, Achtung. Zack! Ich fass es nicht, ne? Das chillt jetzt in meiner Mob-Farm! Ich fass es nicht! Was passiert hier? Oh. Achtung, da kommt. Ja, ja. Oh. Hab's einmal erwischt. Kannst du es nicht bitte Tag werden? Dauert noch ein bisschen. Oh Gott. Pass auf, es kommt. Alter. Los, kommen sie ran. Ist noch ein Phantom da? Ja, ja, es ist nur noch eins. Er kommt wieder. Ja, ich hitte, hab's down. Sehr schön, sehr schön. Okay, jetzt kann ich hier in Ruhe dieses Wasserding bauen. Ja. Warte mal. Ich muss gucken, dass ich irgendwie da runter bin. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt nach oben gucke, das braucht noch ein bisschen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eventuell. Guck mal, ob ich drunter bin. Ja. Bin ich jetzt direkt drunter, oder? Ja, du bist schon viel zu weit, glaube ich. Warte. So, hier, warte mal, dann ist hier, das jetzt, hier ist der Weg wahrscheinlich. Oder? Hier so. Ja, ja, ich würde es jetzt, Achtung, geh mal Seite. So, so. So, so. Und dann, wenn ich hier Wasser hinmache. Du musst es gleich testen, ja? Ja. Soll ich schon mal hochschwimmen? Obwohl, ja, ja. Ich kann ja mit dem Boot einfach. Also, oh, stimmt, wir können. Hä? Ich trottel. Alter. Ich mach auch Bootsaufzug. Es fängt an zu regnen. Oh. Hä? Oh nein, hier mal. Das ist ein Skelett, ah, oh. Oh nein, ich hab's verkackt. Na gut, wir müssen immer. Ich hab den Bootsauszug, Aufzug hab ich zu hoch, eins zu hoch gebaut. Den nochmal. Einen, ne? Ja, den nee, beide. Ich kann nicht durchgehend klicken, um hochzugehen. Bei mir war es nur einmal so der Fall. Oh oh. Aua. Skelett. Aua. Hub's down. Gut. Ich hab nichts mehr zu essen, aber jetzt einmal. So. Oh oh, hä, wieder Phantom gespawnt, wieso? Hä? Oh, ah ne, das ist das, wo da drin ist, glaube ich. Ne, das ist hier unten. Warte. Okay. Warte mal, Nils, save mal dein Zeug und versuch mal in dieses eine Wasserding zu springen. Weil ich kann hier keine unendliche Quelle machen. Guck mal, ob's geht. Ja, ich muss kurz mein Zeug wegschmeißen. Oh ne, der Aufzug ist kacke geworden. Also ne, ist er nett, aber... Er ist nicht gerade unten nach oben. Ja, nee, wir haben es immer eins nach oben. Also eine Höhe zu viel. Aber ist wurscht jetzt. Ja. Ich komme hoch und runter. Okay. Bist du im Wasser? Spring mal ins Wasser und guck, ob du überlebst. Hä? Ja. Ah, okay. Das kann man noch verschieben. Man überlebt. Gut, das heißt, ich springe jetzt auch runter und ich mache die Fläche. Wow. Hier alles zu Wasser. Kannst du oben das so machen, dass es passt?
Ja, kann ich machen. Warte mal, oh, ich muss kurz essen zum Regenerieren. Es ist einfach Zombiefleisch. So, ich muss kurz mein Zeug wiederholen. Das Phantom kommt wieder. Aha, das hier, das hier. Und Hilfe, ey, diese Folge, gell? Die ganzen Phantome. Ja. Weil dann kann ich nämlich. Und die Mobs fallen hier fröhlich runter, das ist geil, aber die Spinnen halt. Ja, mit den Spinnen muss ich mir noch was anderes einfallen lassen. Ja, die spinnen ein bisschen. Ja, ja. Komm jetzt! Phantomi. Nice, hab's down. Hab Level 10. So, ich geh jetzt das Wasser wegmachen von da oben. Baust du das oben gerade um? Ja. Gut. Hab mir das Wasser hier gesnackt. Das letzte. So, rüber. Und dann hier. So, jetzt haben wir hier einmal eine Fläche. Das Ganze tue ich noch umzäunen. Theoretisch sollte hier dann irgendwo eine Fackel stehen. Damit keine Monster so spawnen. Aber so bin ich eigentlich voll zufrieden. Ne? Also ich bin zufrieden, was wir erreicht haben. Trotz der Überfälle der Phantome. Das Wasser hier haut ab. Auch gut. Sehr schön. Okay. Zack. Oh, ich habe einen noch Join gekriegt. Das heißt, brauchst du noch zwei, oder? Ja. Ich höre hier jetzt auch gerade wieder Spinnen. Ich save jetzt erstmal wieder den Eimer. Ich glaube, es sollte jetzt passen. Spring mal runter. Ja, bin ich schon. Hat's geklappt? Ja. Okay, nice. Mir fehlen noch zwei Strings. Dann kann ich ein Bett machen und dann bin ich ultra safe. Mal gucken, wenn ich da unten reinklupsche. Oh, Skelette! Und eine Spinnenarmee, Alter. Die Spinnen. Ja, das passt perfekt. Alter, okay, noch einer fehlt mir. Au! Oh Gott, ich bin fast tot. Guck mal, ob du noch einen String rauskriegst. Ich save den einen. Ja. Und ich habe einfach 44 Knochen, Alter. Oh, ich habe zwei. Geil, bring her, dann kann ich mir ein Bett machen. Ja, Mann! Ja, hier, bitte schön. Oh mein Gott! Nils, die Folge, die hat sich gelohnt mit dir. Die hat sich gelohnt. Ich habe einen Aufzug, einen heißen. Hä, hey, warte mal, hast du das Zeug genommen? Nein. Hä? Mir fehlen Strings. Nils! Spaß. Ja, wollte gerade sagen, Alter. So, und dann einmal ein Bettchen. Nice! Oh mein Gott, ich kann jetzt endlich die Nächte überspringen. Voll gut. Nils, dann würde ich an der Stelle sagen, perfekt. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ich hole gerne, bestimmt gerne. Dich nochmal für eine Folge oder so. Ja. Und ich versuche hier weiter irgendwie zu überleben. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, es hat den Zuschauern gefallen. Haut rein, bis dann und ciao. Ciao, ciao.